Die Spiel 24 ist schon wieder vorbei. Ich möchte euch ganz kurz berichten, wie ich die Spiel erlebt habe, was ich alles erlebt habe und wie die Spiel mir gefallen hat. Auf geht's. Es war natürlich wieder ein großes Fest dieses Jahr. Die Spiel 24 hat mir großen Spaß gemacht. Ich war von Mittwoch bis Samstag vor Ort und ich habe wirklich so viel erlebt, so viel gesehen, mit so vielen netten Leuten gesprochen. Und das fing eigentlich ja direkt schon am Mittwoch an. Wir hatten Mittwoch Anreisetag. Ich war mit meiner Frau und meiner Tochter da und noch einer Freundin. Wir sind zu dritt angereist, beziehungsweise ja dann zu viert mit unserer Kleinen. Und ja, Sack und Pack quasi eingepackt. Morgens früh um 4 ging es los hier aus der Nähe von Hamburg, dann Richtung Essen mit dem Auto. Ja, wir sind dann direkt vorne zur Messehalle gefahren, wo die Pressekonferenz stattgefunden hat. Da haben die beiden mich abgesetzt und ich bin dann alleine rein und habe mir die Pressekonferenz reingezogen. Auch da habe ich schon wieder so viele nette Leute kennengelernt, die ich halt sonst auch nur ja über Instagram irgendwie kenne oder mit denen ich schreibe, immer mal wieder Hallo gesagt. Das war wirklich sehr cool, muss man sagen. Die Pressekonferenz war auch ganz interessant, muss man sagen. War ein bisschen lang, wie ich finde, und ein bisschen weird, also ein bisschen komisch, bisschen seltsam, aber schon auch irgendwie interessant. Das Ganze wurde moderiert von Carol Rapp und dem guten Robin, die da, ja, Communications Manager ist er und sie ist ja die Geschäftsführerin oder Co-Geschäftsführerin von dem Friedhelm Metz Verlag. Und ja, dann ging es los. Sie haben so ein bisschen ja Zahlen, Daten und Fakten gegeben. Also ich habe mir das hier aufgeschrieben. Es wurden quasi über 200.000 Besucher dieses Jahr erwartet, also ein bisschen mehr als letztes Jahr. Ich bin nicht ganz sicher, ob sie es geknackt haben, aber ich gehe mal davon aus, weil ja die Karten auch restlos ausverkauft waren. Es wurden 10% mehr Fläche zur Verfügung gestellt für die Aussteller. Das heißt, ja, das hat man auch ganz gut gesehen schon. Während der Messe fand ich, die Gänge waren ein bisschen breiter. Obwohl es voll war, ging es, finde ich, tatsächlich noch. Also ich hatte es tatsächlich ein bisschen schlimmer erwartet. Es waren 923 Aussteller aus 52 Nationen vor Ort und 1562 Neuheiten wurden gezeigt. Tatsächlich ein bisschen weniger als in den Vorjahren. Keine Ahnung, woran das liegt. Ja, aber ja, es schwankt. Es ist wahrscheinlich einfach ein Wert, der hin und wieder schwankt. Dann wurde über die Finsterwacht gesprochen. Da kam dann der Frontmann von Saltatio Mortis auf die Bühne, der ja in seinem Witcher-Kostüm, das habt ihr vielleicht auch auf den Plakaten gesehen, posiert hat. Und der hat das Ganze so ein bisschen an sich gerissen, muss man sagen. Also die Veranstaltung war schon eine sehr trockene Veranstaltung, wie halt eigentlich auch so eine Presseveranstaltung ist. Das ist ja irgendwie keine Feierveranstaltung. Also wir sind da ja quasi als Journalisten, oder es sind ja auch viele richtige Journalisten, und ja, es geht darum, Infos mitzunehmen, es geht nicht darum, die Leute da auf der Bühne zu feiern, außer natürlich die Träger des Deutschen Spielepreises, denn auch der Deutsche Spielepreis wurde dort verliehen. Ihr wisst ja, das ist ein Community-Preis, wir konnten alle abstimmen für den Deutschen Spielepreis im Vorfeld. Und ja, das gab es dann da quasi eine kleine Preisverleihung. Das Kinderspiel hat gewonnen, die magischen Schlüssel, ein kleines Kinderspiel von Arno Steinwender. Habe ich selber nicht gespielt, bei Kinderspielen bin ich noch nicht so weit. Das kommt dann vielleicht in ein paar Jahren, wenn meine Tochter ein bisschen älter ist. Und dann gab es noch die ersten drei Plätze für den Deutschen Spielepreis in der Nicht-Kinder-Kategorie. Und das war ziemlich witzig, also nominiert waren ja die Weiße Burg, Sky Team und Mischwald. Und als erstes kam ja das Team von Sky Team auf die Bühne, also auch von Devia und ich glaube, ja, ist ein ausländischer Autor. Ich bin gar nicht sicher genau, wer auf der Bühne ist. Ich blende auf jeden Fall ein paar Fotos ein. Falls ihr da jemanden erkennt, sagt mir Bescheid, ob der Autor dabei ist. Und ja, es war ein bisschen seltsam, weil sie haben sich gar nicht gefreut. Also ich meine, das ist ein Community-Preis, den dritten Preis zu bekommen, also das drittbeste oder beliebteste Spiel der Community zu sein, ist doch schon einfach eine ziemlich coole Auszeichnung, muss man sagen. Und ja, sie wirkten sehr enttäuscht, muss man sagen. So, oh ja, es ist gar nicht der erste Platz. Und ich weiß nicht, ob sie vielleicht gedacht hatten, als sie auf die Bühne gekommen sind, dass es der erste Preis ist, weil bei den magischen Schlüssel wurde quasi nur der erste Preis prämiert und dann kam es zur normalen Kategorie und dann wurden sie als erstes auf die Bühne gebeten. Naja, sie haben dann so einen kleinen goldenen Preis bekommen. Zweiter Platz ging dann an Sky Team. Entschuldigung,
Ich meine natürlich vorher nicht die Sky-Team-Leute, sondern ich meine die Weiße Burg-Leute. Genau, es war nämlich, dritter Platz ist die Weiße Burg geworden, sorry. Und zweiter Platz ist nämlich Sky-Team geworden. Die waren wirklich froh, aber die von die Weiße Burg waren ein bisschen enttäuscht. Genau, so rum war es. Und dann Platz 1 ging dann an Mischwald. Da war der Kosch auf der Bühne, das ist der Autor. Sehr sympathischer Typ. Ich fand es ein bisschen... Ja, ich weiß nicht genau, wie ihm das ein bisschen peinlich war. Er wurde dann gefragt, also ne, Robin und Carol haben halt irgendwie so Standardfragen gestellt und dann der Frontmann von Saltatio Mortis hat das dann immer so ein bisschen an sich gerissen und hat dann immer noch so ein paar Fragen gestellt, die, glaube ich, so nicht geplant waren. Ja, wirkte ein bisschen, ja, irgendwie ein bisschen seltsam, weiß ich nicht. Aber er hatte dann gefragt, wie er auf die Idee gekommen sei, dann so ein Naturthema zu machen. Und dann war das ein bisschen lustig, weil der Kosch musste dann irgendwie von seiner Ex-Freundin erzählen, dass sie ihn da irgendwie drauf gebracht hat, weil sie Biologin ist und so. Weiß ich nicht genau, ob ihm das so recht war, da von seiner Ex-Freundin erzählen zu müssen. Keine Ahnung. Aber ja, fand ich auf jeden Fall ein bisschen witzig so insgesamt. Dann gab es noch eine Fragerunde zum Schluss, also die Journalisten und ja, ihr Content Creator und alle, die quasi da in dem Bereich dabei waren, konnten dann Fragen stellen. Das kam nicht so richtig in Gang, hat sich irgendwie niemand getraut, aber dann haben so die ersten ausländischen Vertreter quasi so angefangen mit den Fragen, haben ja gefragt, so ja, wollt ihr auch Spielflächen aufstellen, wollt ihr dies und das und jenes, und tatsächlich wurde immer so ein bisschen ausweichend geantwortet. Das fand ich ein bisschen schade, es war immer dann so, ja, müssen wir mal gucken, ja, müssen wir abwägen hier und da. Ich habe dann tatsächlich auch die Initiative ergriffen und einmal gefragt, weil ich mich das interessiert hat, wie viel Prozent denn eigentlich von diesen ganzen Ausstellern reine Verkaufsstände sind. Also natürlich, ne, es gibt auf der Messe ja ganz viele Verlage, die natürlich auch ihre Spiele selbst verkaufen. Aber es gibt dann auch hin und wieder einfach nur Shops, die ja quasi bei den Verlagen einkaufen und dann die Ware dort selber an ihrem Stand verkaufen, teilweise auch zu günstigeren Preisen. Also wenn man in den Asmodee-Shop geht, dann bezahlt man da meistens mehr, als wenn man die Asmodee-Spiele irgendwie bei einem normalen Stand kauft, was irgendwie ein bisschen seltsam ist. Natürlich bekommt man da nicht alles, aber ja, hat mich dann interessiert, wie viel Prozent das ist, ob sich das verändert. Ja, konnten sie leider nicht beantworten. Sie sagten dann nur sowas wie, ja, so gering, aber wissen sie nicht. Fand ich irgendwie ganz spannend, weil ich ja eigentlich, wenn ich so eine Messe veranstalte und dann die ganzen Verlage reinhole, ich ja schon irgendwie eine Kontrolle haben möchte, wie viel eigentlich quasi ja von den Verlagen kommt, ne, die dann auch Neuheiten mitbringen, und wie viel eigentlich nur reine Verkaufsstände sind, die dann irgendwie ihr ganzes Portfolio, ihr ganzes Lager mitbringen. Und dann teilweise ja, also die steuern ja nicht dazu bei, dass es Neuheiten auf der Messe zu sehen gibt. Naja, wurde dann halt, konnte nicht beantwortet werden, ist aber auch okay. Genau, und dann ging es auf zur Neuheitenschau noch am Mittwoch. Spiel 24, ich gehe jetzt auf die Messe Neuheitenschau. Hinter mir seht ihr schon, ja, die Leute fleißig mit dem Miebs posieren. Einmal in, ja, ein Stand-Miebs und einmal ein Miebs-Kostüm, ein Walking-Miebs, würde ich mal sagen. Und ja, wir schauen mal, was wir jetzt auf der Neuheitenshow für coole Spiele sehen. Und ja, ab geht's. Thank you.
Die Neuheitenschau hat dieses Mal in einer Halle stattgefunden, nämlich in Halle 8, wenn ich das richtig erinnere. Ja, ich glaube, in Halle 8 ist es. Direkt quasi hinter dem Eingang hatten sie dann alles aufgebaut, musste dann noch abends wieder alles abgebaut werden. Und das war wirklich sehr nett, muss ich sagen. Also im Gegensatz zum letzten Jahr hatte man wirklich viel Platz. Es waren über 700 Neuheiten ausgestellt. Teilweise doppelt, fand ich ein bisschen doof, weil teilweise gab es dann irgendwie einmal das auf Englisch und einmal auf Deutsch an unterschiedlichen Orten. Weiß ich auch nicht, hätten sie sich vielleicht auch zusammentun können, wenn sie schon irgendwie, dass der eine das auf Englisch und der andere das auf Deutsch bringt. Und da konnte man ja wirklich, ja, richtig nett sich mit den Leuten mal ein bisschen in Ruhe unterhalten, weil es auch nicht so super krass überfüllt war. Man hatte bis 17 Uhr Zeit, sich da durch die Gänge zu schlängeln und sich die ganzen Neuheiten anzugucken. Ich habe natürlich auch viel gefilmt, blende natürlich auch ganz viel Kram ein. Bisschen Videomaterial habe ich natürlich gemacht. Habe mich dann ganz nett auch zum Beispiel mit dem Kron unterhalten, der ja dieses Jahr auch mit seinem Adventure Game, also als Autor von dem Adventure Game Family, Game Family, am Start ist. So eine kleine, ja, Geschichte rund um so eine, ja, Jugendgruppe in der Schule. Passieren ganz wilde Dinge, irgendwelche Lehrer benehmen sich ganz seltsam. Es war wirklich sehr interessant, sich mit ihm zu unterhalten, wie das halt zustande gekommen ist, ob ihm das Spaß gemacht hat. Und er sagte halt ein bisschen, ja, er hat es ein bisschen unterschätzt vom Arbeitsaufwand her. Man musste noch sehr viel kürzen und auch bei den Rätseln das so auszubalancieren, weil ja diese Adventure Games, ja, da verzweigt sich die Geschichte ja quasi immer so. Und wenn man dann irgendwo hinten irgendwo was ändert, dann muss man halt vorne auch irgendwie wieder alles anpassen oder umgekehrt. Es ist halt wirklich so verzweigt, dass es sehr viel Arbeit und sehr viel Aufwand ist für so ein doch relativ kleines Spiel. Fand ich wirklich sehr interessant, mal seine Erfahrungen da mitzubekommen. Dann habe ich mich natürlich noch nett unterhalten mit den Leuten von Pegasus Spiele. Haben mir alle ihre Spiele einmal erklärt. Es war auch sehr hilfreich, muss ich sagen, um da einen Überblick zu bekommen. Heidelberg Games war ich kurz, habe mich unterhalten. Dann noch so ein paar kleine, ein- oder zwei-Mann-Verlage, die irgendwie sich quasi ihr eigenes Spiel selbst verlegen. Perdix-Spiele habe ich mich kurz mit denen unterhalten. Dann die Leute von Under Our Sun, das Spiel. Ja, super nett. Man konnte so ein bisschen zwischen den Reihen durchgehen, viele Fotos machen, viele Videos machen, sich die Spiele schon mal angucken. Coole Veranstaltung, muss ich sagen. Da freue ich mich definitiv auch nächstes Jahr wieder auf die Neuheitenschau, um erstmal so einen, ja, Gesamtüberblick zu bekommen. Dann, abends, das war ein bisschen dumm, also eigentlich hatten wir ein Airbnb gebucht und ich habe das jetzt schon öfter gehört und jetzt ist es mir auch passiert, unser Airbnb wurde am Anreisetag, 2 Stunden bevor wir eigentlich hin wollten, gecancelt. Richtig, richtig scheiße. Wir hatten dann ja Kontakt mit dem Support, meine Frau und die Freundin von mir, die haben das dann, während ich auf der Neuheitenschau war, alles geregelt. Vielen Dank nochmal dafür, das hat mir sehr viel Stress erspart. Dass ich das so, ja, dass ich da jemanden hatte, der sich drum kümmert. Angeblich irgendein Wasserschaden. Die haben wohl auch irgendwelche Bilder zugeschickt bekommen bei Airbnb. Aber ja, weiß man ja, wie das ist. Wahrscheinlich, also ich will jetzt niemandem was Böses unterstellen, aber ich habe schon öfter gehört, dass die Leute dann kurzfristig das Airbnb canceln, um es teurer wieder zu vermieten. Wir haben es tatsächlich schon letztes Jahr auf dem Rückweg von der Messe gebucht gehabt für wirklich einen Schnapperpreis. Also es war wirklich sehr günstig, muss man sagen, für die Entfernung und für die Größe und wie es alles aussah. Ja, das hat leider nicht geklappt. Deswegen haben wir uns dann noch ein Hotel gesucht, müssen natürlich jetzt ein bisschen was draufzahlen. Richtig scheiße, muss man sagen. Aber das Hotel war tatsächlich auch sehr gut, war auch sehr nah an der Messe. Auch nur 10 Minuten mit dem Auto, haben wir Glück gehabt, dass wir da noch die letzten beiden Zimmer bekommen haben. Aber ja, vom Preis her muss man einfach sagen, schwierig. Und da wir ein kleines Kind dabei hatten, etwas über ein Jahr, war es dann auch nicht, dass wir irgendwie alles Beliebige nehmen konnten. Das war halt einfach ein bisschen schwierig. Ja, das war so ein bisschen der Wermutstropfen, aber in Summe hat das dann am Ende geklappt und wir haben dann abends im Hotel noch ein bisschen was gespielt. Da war, ich glaube,
In dem Hotel war auch das Team von Amigo einquartiert. Auf jeden Fall habe ich ein paar Leute wiedererkannt. Und die von Lucky Duck waren, glaube ich, auch da. Ein paar Erklärer und so. Und da gab es einen kleinen Konferenzraum, wo man dann abends immer spielen konnte. Das war ganz cool. Ja, aber wir haben nur ein paar kleine Sachen gespielt. Zum Beispiel haben wir Bombbusters gespielt. Das konnte ich mir schon mitnehmen auf der Neuheitenschau als Rezensionsexemplar. War ich sehr gespannt drauf. Ist ein kleines Deduktionsspiel, kooperativ. Und ja, wow. Also es hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und es ist so ein Spiel, was immer so ein bisschen Progress hat, so ähnlich wie bei Dorfromantik, wo man dann immer ja, neue Packungen öffnet, sich die Regeln so ein bisschen ändern, dass alles ein bisschen komplexer wird. Richtig, richtig cool. Wir sind jetzt soweit in diesen Introduction-Dingern durch mit diesen ja, Trainingsmissionen und jetzt geht es in den nächsten Tagen dann an die richtigen Missionen und dann an das Pakete auspacken. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ansonsten habe ich von der Neuheitenschau noch Seti mitgenommen. Da habe ich ja auch schon ein Video zu gemacht. Ein unglaublich gutes Spiel. Also wenn ihr das es ist so gut, es ist unfassbar gut, muss man sagen. Kennerspiel. Und dann habe ich mir noch Dorfromantik Sakura mitgenommen, auch als Rezensionsexemplar, genauso wie Seti. Und ja, das war dann so quasi der Mittwoch, relativ schnell ins Bett gefallen dann abends. Und dann ging es am Donnerstag weiter. Und der Donnerstag ist tatsächlich ja so ein bisschen der Einsammeltag, ne? Wir kamen ein bisschen früher rein in die Hallen, 9.30 Uhr, wohingegen also die Aussteller konnten noch früher rein und der Rest, die keine Pressekarten hatten, dann ab 10 und man konnte halt ja sich um 9.30 Uhr schon mal irgendwo anstellen. Die Schlangen waren halt super lang da schon, weil natürlich auch teilweise von den Ausstellern sich schon welche angestellt hatten und die Verlage ab 9.30 Uhr rausgeben durften. Ich hatte mich dann direkt bei den französischen Verlagen angestellt, BlackRock Games und Scorpion Age oder so. Auf jeden Fall, da habe ich mir ein paar Spiele gekauft. Dead Cells, Shackleton Base, Temple Code und so weiter und so fort. Also so ein paar Spiele, wo ich halt drauf scharf war, die habe ich mir dann direkt geholt. Und was halt super cool war, ich hatte halt dieses Jahr Unterstützung von meiner Frau und meiner Freundin, weil ja, es war halt ziemlich cool. Sie konnten halt ganz viele Sachen für mich schon einsammeln. Sie haben sich dann auch am Donnerstag direkt in den verschiedensten Hallen angestellt. Ich hatte so einen kleinen Plan gemacht und habe sie dann halt zu bestimmten Ständen geschickt und dadurch ging das mit dem Donnerstag das Spiel einsammeln wirklich sehr gut. Also ich habe natürlich, also sie haben halt alle Spiele gekauft, wo ich gesagt habe, okay, die werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Und da, wo ich Rezensionsexemplare bekommen habe oder ein bisschen Presserabatt, das sind auch immer ein paar, die habe ich mir dann selbst geholt. Genau, das war so eigentlich hauptsächlich der Donnerstag. Ja, einfach Spiele kaufen, Spiele irgendwie einsammeln, damit man dann genug Futter jetzt für die nächsten Tage hat. Dann der Freitag, auch sehr cool, muss ich sagen. Am Freitag ist immer so ein bisschen dieser Tag auch mit dem Samstag noch ein bisschen zusammen, wo ich mir ganz viele Termine mache oder einige Termine. Ich habe ja im Vorfeld auch ganz viele Verlage schon angeschrieben gehabt zur Messe, wenn ich gesehen habe, oh, da sind Neuheiten, die mich interessieren. Habe dann teilweise Termine gemacht, damit die mir auch den Rest ihrer Spiele noch erklären. Ich hatte einen Termin bei Schmidt Spiele, die haben mir alle ihre Neuheiten erklärt. Richtig cool, da werde ich auch so ein paar mir noch schicken lassen, die ich euch dann auch noch vorstelle. Ich hatte einen Termin bei Ice Makes, die ja Terrascape gemacht haben. Und ja, da kann ich euch schon mal verraten. Ihr habt das ja auch sicherlich auf den Bannern vielleicht gesehen, falls ihr vor Ort war. Es wird eine Season 2 zu Terrascape geben. Und ja, ich sag euch, da kommt was auf uns zu. Es wird ein paar Änderungen geben, ein paar Special, ja, neues Setting vielleicht und so. Ich glaube, es wird richtig geil. Und dann haben die noch ein neues Kartenspiel, was auch sehr interessant klingt. Das kommt nächstes Jahr heraus. Diesmal auch ohne Kickstarter, was ich ziemlich cool finde. Das heißt, das kann man dann nächstes Jahr bei IceMax auch kaufen. Da freue ich mich drauf. Das habe ich angezockt auch am Wochenende. Und ja, da war ich noch bei Cranio Creations, auch ein wirklich sehr interessanter Termin, muss ich sagen. Über die Spiele Golden Cup und Beyond the Horizon hatte ich mich im Vorfeld auch schon informiert. Da habe ich jeweils ein Exemplar rabattiert mitgenommen. Und dann haben sie mir noch die restliche Produktrange gezeigt und vor allen Dingen so ein paar Insights, denn der Simone Luciani, was ja wirklich einer meiner Lieblingsautoren ist, der ist da quasi jetzt fest verankert in dem Verlag und wirkt quasi an allen Spielen mit, auch an den etwas leichteren Spielen und ja, versucht da quasi
ja, sein Wissen einzubringen, um die Spiele richtig schön smooth zu machen und ja, so abzurunden. Das ist sehr cool. Die bringen jedes Jahr 6 Spiele heraus, haben sie mir gesagt. Und sie sind jetzt schon dabei, die Spiele für nächstes Jahr zu testen. Also die wissen da auch schon, welche 6 das für nächstes Jahr sein werden. Es wird auch wieder ein Kracher dabei sein. Leider war der Simone Luciani krank. Ja, er musste im Hotel bleiben, weil er die Grippe hatte. Sehr schade, ich hätte ihn auch gerne mal getroffen, aber ansonsten waren die bei Cranio Creations auch wirklich sehr nett. Ich habe dann noch so ein kleines Spiel mitgenommen, Perfect Match, so ein kleines Tinder-Game, ja, so ein Stereotypen-Spiel. Hier muss ich mal schauen, klingt ganz witzig. Da werde ich dann auch nochmal von berichten. Ja, das war auch ziemlich cool und ja, natürlich den Standardtermin bei Amigo, da interessieren mich die kleinen Spiele immer und ich finde das immer sehr viel leichter, wenn man sich die kurz erklären lässt, als das, wenn man was drüber liest, weil irgendwie immer ist es bei diesen kleinen Spielen so, wenn ich halt irgendwas drüber lese, dann denke ich mir so, ja, okay, ist irgendwie ganz nett, aber wenn ich es mir dann erklären lasse, dann weiß ich irgendwie so ein bisschen besser, woran ich bin und das war auch ziemlich cool, dann habe ich noch einen Burger Slam mitbekommen, das war auch ganz cool. Genau, das zum Freitag. Achso, genau, dann war noch das, dann war ich noch bei Frosted Games, das war auch sehr interessant, habe ich mir auch die Spiele einmal hab vorstellen lassen, auch, also Frosted Games hat ja ein unfassbar starkes Line-Up dieses Jahr. Dann habe ich noch kurzfristig einen Termin bei Queen Games bekommen, richtig cool, die hatten mir leider nämlich im Vorfeld nicht geantwortet auf meine Mails, ja, ich gehe da irgendwie tatsächlich immer unter, ich war auch jetzt gar nicht da, um ein Spiel mitzunehmen, die haben, glaube ich, ja, 2 Neuheiten mit Nova Roma, eine Neuauflage und so etwas angepasst und Kathmandu ein neues Spiel. Außer haben sie ja noch diese Mini-Version oder die etwas kleineren, gestreamlinteren Version von den alten Spielen, auch ganz cool. Die hat mich da einmal rumgeführt und ja, habe so ein bisschen jetzt ja, Kontakte geknüpft. Auf jeden Fall sehr cooles Line-Up, was die haben. Und natürlich ja die City Collection, da bin ich auch total gar nicht drin. Ich habe, glaube ich, keins von diesen City Collection Spielen gespielt bisher. Die wird natürlich fortgeführt. Und ja, mein persönliches Highlight, ich habe dann auch Stefan Feld noch an diesem Stand getroffen, habe ein kleines Foto gemacht. Und ich war sehr verdutzt, weil er tatsächlich, okay, ich hatte natürlich meine Kappe auf, aber er kannte mich sogar. Da war ich so ein bisschen, war ich so ein bisschen stolz tatsächlich. Er meinte, ja, er guckt dir überall mal rein, ist auch okay. Also ich weiß, dass er meine Videos nicht regelmäßig guckt, aber er hatte wohl schon mal irgendwo ein Video von mir gesehen, wahrscheinlich über Bonfire. Ich hoffe zumindest, weil Bonfire mag ich ja total gerne, im Gegensatz zu vielen anderen meiner Kollegen, ist das für mich so ein, ja, eher ein Highlight-Spiel von ihm. Ja, und jetzt hat er ja noch Civolution gemacht. Das kommt bei Pegasus, nicht bei Queen Games. Das habe ich mir auch mitgenommen, bin ich auch noch mal gespannt drauf. Das werde ich irgendwann zocken, habe ich noch nicht angefasst. Ja, aber das war dann tatsächlich so ein bisschen der Freitag. Ja, ansonsten noch kurz was gespielt abends im Hotel. Wir haben, was haben wir gespielt? Irgendwie eine Runde Agent Avenue. Wir haben so ein komisches Taubenspiel gespielt. Das hatte sich die Freundin von mir gekauft. Es ging darum, dass wir Tauben abschießen müssen, weil die sonst überall hinkacken. Eigentlich ganz witziges Setting, aber das war die deutsche Version. Es war so schlecht übersetzt. Das war halt, da haben sie wirklich die einzelnen Wörter übersetzt, anstatt den ganzen Satz zu übersetzen. Es war so schlechtes Deutsch, dass wir tatsächlich auch einen Tag später noch hingegangen sind und es gegen die englische Version umgetauscht haben, weil es einfach kaum spielbar war mit den Sätzen, die sie da gebildet haben. Genau, Agent Avenue haben wir noch gespielt, nochmal Bombbusters, ja, so ein paar kleine Spiele haben wir dann halt auch gespielt. Und dann habe ich noch groß meinen ganzen Einkauf von Donnerstag umgeladen in das Auto vom Brettspielpaten Mirko. Vielen Dank an dieser Stelle, der die Spiele erstmal zu sich mitgenommen hat, weil ich ja mit Kind und Kegel ein bisschen wenig Platz im Auto hatte, trotz Dachbox. Genau, das war der Freitag. Und ja, dann ging es eigentlich am Samstag direkt auch schon wieder zurück. Naja, nicht ganz direkt, aber wir haben am Samstag nicht mehr so lange gemacht. Vorher, den Tag davor auch noch irgendwie relativ viel Zeit verloren durch das Asmodee-Presse-Event, was trotzdem auch ganz interessant war. Da habe ich auch mit vielen netten Leuten gesprochen und auch so ein bisschen Kontakte knüpfen können. Ein paar Spiele von Asmodee auch angezockt, von denen ich tatsächlich aber nicht wirklich was mitgenommen habe. Ja, ich habe schon ein paar gespielt und kann euch im Gespielt-Video auch ein bisschen davon berichten. Aber am Samstag hatten wir dann nicht mehr so viel Zeit und haben dann, ja, sind einfach ein bisschen rumgeschlendert. Ich habe dann versucht, nochmal die eine oder andere Perle zu finden. Ist mir, glaube ich, nicht so wirklich gelungen. Also ich habe auf jeden Fall jetzt nicht so viele Spiele mitgenommen, die ich vorher nicht auf dem Zettel hatte. Ein paar habe ich mitgenommen, werdet ihr dann noch sehen. Ich mache auf jeden Fall nochmal ein extra Loot-Video auch, wo ich dann nochmal jedes Spiel euch zeige, was ich jetzt aus der Messe
mitgenommen habe und ob ich das ja gekauft habe, ob ich das, ob das ein Rezensionsexemplar ist und so, da möchte ich auch weiter transparent bleiben, obwohl das also im Grunde genommen völlig egal ist, weil ich die Spiele sowieso alle gleich behandelt von der Bewertung und ne. Aber ja, dann waren wir noch kurz bei Meet and Play. Meet and Play, das ist ja so eine, ja, das ist so ein, wie soll man das sagen, es ist so ein Raum, der uns gegeben wird, der wird organisiert von wie heißt der? Ich glaube, Johannes heißt der. Und da können alle Content Creator quasi hin, die sich da anmelden und dann mit ihren ja, Viewern oder auch untereinander einfach ein bisschen zocken. Das ist ziemlich cool. Das findet immer im Saal Europa statt. Das ist quasi wie so eine kleine Mini-Aula. Da ist auch so eine kleine Bühne, die nie genutzt wird, außer dieses Jahr von meiner Tochter, um da dauernd hin und her zu krabbeln. Und ja, ich hab da mich mit ein paar Leuten unterhalten. Das war sehr nett. Ich wurde sogar gebeten, ein Selfie zu machen. Da war ich auch ein bisschen stolz. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Vielen Dank für die Frage und für die Anfrage. Das fand ich sehr cool. Und ja, dann, wir haben uns da auf die Treppe gesetzt, ein bisschen was gegessen. Ich habe mit meiner Tochter eigentlich die ganze Zeit nur hinterher gerannt, weil sie den Raum dann erkunden wollte. Und ja, habe mich immer zwischendurch mal mit dem einen oder anderen unterhalten. Sei es Content Creator, Instagrammer, Blogger, Vlogger, was auch immer. Oder einfach nur Leute, die da ein bisschen neugierig waren, um uns mal zu sehen. Oder ja, also die meisten kommen natürlich irgendwie wegen den amerikanischen Leuten oder ja, wegen den großen deutschen Kanälen, so Better Board Games, Brettspielmagie und wie sie alle heißen. Und ja, aber ich fand das auch irgendwie ganz cool, da ein bisschen zu sein, ein bisschen ja, Pause zu haben. Aber wir waren dann auch nicht so lange da und sind dann auch von da aus direkt nach Hause gefahren, waren dann abends irgendwie um 8, 9 wieder zu Hause und sind ins Bett gefallen. Tatsächlich einfach relativ wenig gespielt auf der Messe, muss man sagen. Ein paar Sachen habe ich angespielt, so Ironwood habe ich angespielt bei Mindclash, das war cool. Das ist ein Zweispielerspiel. Ja, und ansonsten einfach viel gelaufen, viel auch angestellt, viel rumgestanden. Ein paar Mal wurde ich angesprochen auf meinen Content, das hat mich auch wirklich sehr gefreut, dass ich so ein, zwei Mal von Leuten irgendwie erkannt wurde. Richtig cool, das tatsächlich war das dieses Jahr das erste Mal für mich, dass ich quasi erkannt wurde, habe mich wirklich sehr gefreut. Ja, aber ansonsten war es einfach wie immer. Es war einfach eine richtig coole Veranstaltung. Wie so ein kleines Klassentreffen manchmal fühlt es sich an, weil man halt wirklich wieder die ganzen Leute sieht, die man sonst nur, mit denen man sonst nur chattet oder die man, von denen man einfach immer nur Videos guckt. Ja, und es war einfach ja mega, muss ich sagen. Also es kann man nicht anders sagen. Genau. Ja, das war so meine Spiel, wie ich sie erlebt habe. Also wenn ihr da noch Fragen oder so mal habt, wie ich bestimmte Dinge angehe oder wie ich bestimmte Sachen gesehen habe, falls ihr auch auf der Messe wart, schreibt gerne ein paar Fragen in die Comments oder schreibt mir irgendwie direkt per Mail Fragen. Vielleicht können wir auch irgendwann mal so ein Fragen- und Antwort-Video machen. Ja, aber ansonsten, das war so ein bisschen, waren so ein bisschen die Eindrücke von der Messe. Zwischendurch habe ich natürlich, ja, hoffe ich, zumindest nehme ich mir das jetzt gerade vor beim Videodreh, so ein paar Sachen eingeschnitten, wie ich durch die Hallen laufe, zeige euch so ein paar Spiele. Ja, und ansonsten kommen jetzt demnächst extremst viele Videos mit Neuheiten. Da könnt ihr drauf gespannt sein in den verschiedensten Formaten, Gespieltformate, Einzelvideos. Vielleicht mache ich so kleine Vergleichsvideos bei Spielen, wo es sich anbietet. Ja, auf jeden Fall möchte ich euch möglichst viele von den Spielen, die ich da mitgenommen habe oder jetzt auch bei Freunden und Kollegen Spiele, die ich selber nicht mitgenommen habe, aber wo ich weiß, die kann ich irgendwo zocken. Ja, möchte ich euch zeigen, möchte ich euch von berichten und ja, freue mich natürlich, wenn ich euch da so ein bisschen die Welt der Brettspiele näher bringen kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Eindruck gewinnen. Ob ihr auf der Messe selber wart oder nicht. Ja, vielleicht konnte ich die Messe dann so ein bisschen zu euch bringen mit dem Video. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr auf jeden Fall ein Abo da lasst und die Glocke anmacht, dann verpasst ihr kein weiteres zukünftiges Video mehr. Und wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, schaut auch gerne noch ein weiteres Video hier auf meinem Kanal. Ich hatte hier zwei Vorschläge. Einmal ein Video zu SETI, dem neuen Czech Games Kennerspiel, Kracher, kann ich nur sagen. Und hier unten ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt. Schaut einfach mal rum. Ansonsten einfach auf dem Kanal stöbern und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich ciao, ciao.